Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Kommen wir noch einmal zum Thema der Aktuellen Stunde zurück. 2 Milliarden, das ist das heutige Thema. 2 Milliarden hat dieser Hessische Landtag mit den Stimmen der Opposition der Landesregierung zugestanden, um die akuten Folgen der Pandemie, einzudämmen. Dafür, so war es. Das war einmütig mit den Stimmen der Opposition eine Entscheidung des Hessischen Landtags. Dafür haben wir von uns besonders begrüßt die schädliche Schuldenbremse wenigstens ausgesetzt. Besser noch wäre es gewesen, sie abzuschaffen. Und wir haben in einem ersten Nachtragshaushalt der Landesregierung sogar weitgehende Handlungsfreiheit zugestanden, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben das als Parlament getan, in dem Wissen, dass jetzt schnelles Handeln durchaus erforderlich ist in der Hochphase der Krise. Aber diese Entscheidung des Hessischen Landtags befreit die Landesregierung nicht davon, dass auch wir als Landesparlament die Regierung und ihr Handeln kontrollieren. Ganz im Gegenteil. Gerade eben, weil sie so weitreichende Handlungsfreiheit bekommen haben, ist es umso notwendiger, dass wir als Parlament eine intensive Kontrolle dieses Handelns vornehmen. Und weil es nun einen offenen Brief gegeben hat von SPD und FDP, will ich noch einmal sagen, mein Hauptkritikpunkt am Handeln der Landesregierung ist nicht ihre Informationspolitik. Alles in allem fühle ich mich ordentlich informiert. Meine Kritik ist eher die Frage, was mit dem bereitgestellten Geld gemacht wird, und die zweite Ebene, was eben nicht gemacht wird. Ich habe einerseits sehe ich auch Probleme beim Vollzug. Viele, überwiegend auch sehr richtige Mehrbedarfe, die da angemeldet sind, die stocken im Vollzug. Angemeldet, die Zahl ist genannt worden, 1 Milliarde und 51 Millionen, ausgegeben bisher nur rund 300 Millionen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist darauf mal zu schauen, was nicht getan wurde. Klar, die Programme, die Soforthilfen für die Unternehmen, die sind von der Landesregierung ordentlich administriert worden. Die Hilfen für die Unternehmen sind schnell bereitgestellt worden. Und das war für die Landesverwaltung sicherlich auch eine ordentliche Aufgabe, die es zu bewältigen gab. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, wo es noch erheblich zum Nacharbeiten notwendig ist. Das sind die Solo-Selbstständigen, das sind die Künstlerinnen und Künstler, das sind Studierende, eben überall dort, wo es nicht darum geht, Umsätze von Unternehmen zu stützen. Da bleibt den Menschen auch mit ihren Verweisen häufig nur der Weg zum Amt. Darauf werden die Leute ja verwiesen. Während man große Eile bei den Unternehmen angesetzt hat, finden wir das mehr als ungerecht. Ein Beispiel, die Studierenden, deren Situation ist oft besonders schwierig. Viele von ihnen sind ohnehin vom BAföG abgehängt. Sie sind auf Arbeiten neben dem Studium angewiesen. Viele haben in der Krise ihr Einkommen verloren. Vom Bund gibt es nur den Verweis auf Kreditprogramme und vom Land dann ein kleines Trostpflaster für ganz wenige. Da ist einiges zu tun. Und wir wollen, dass es aus Landesmitteln, wenn es über 200 Millionen Euro für Hilfen für Unternehmen gibt, dann die Studierenden im Regen stehen zu lassen. Also hier stimmt etwas nicht, und hier ist auch klar, wen Sie stark aus der Krise kommen lassen wollen. Es wird aber noch viel deutlicher an einem anderen Beispiel, nämlich einem Ressort in diesen Tagen ja viel diskutierten Sozialministerium. Es gibt seit einigen Monaten die Möglichkeit für Eltern, die der Arbeit nicht mehr weiter nachgehen können, weil sie eben nicht einfach im Homeoffice weiterarbeiten und nebenbei die Kinder betreuen können, die Möglichkeit, eine Lohnersatzleistung zu erhalten. Dafür stehen 200 Millionen Euro zur Verfügung. Und im Haushaltsausschuss haben Sie, Herr Finanzminister, oder hat das Finanzministerium uns mitgeteilt, dass davon bisher lediglich 1,4 Millionen Euro abgerufen worden sind. Und da frage ich mich doch, Herr Kollege Martin, wenn Sie die Menschen und die Sorgen der Menschen doch so ernst nehmen wollen, dann finden Sie, wenn sich Eltern jetzt darüber beschweren, dass diese Gelder noch nicht zur Verfügung stehen, finden Sie das Meckern auf hohem Niveau. Ich finde das ernste und berechtigte Nachfragen. Und warum sind diese Gelder noch nicht abgerufen worden?
weil es bisher noch kein Antragsverfahren seitens des Ministeriums gibt, weil das noch nicht auf den Weg gebracht wurde. Bei Unternehmen waren sie ganz schnell und unbürokratisch. Aber wenn es dann darum geht, Eltern zu entlasten, da klappt es im Sozialministerium nicht, ein einfaches Antragsverfahren auf den Weg zu bringen. Nicht nur das, während die Hilfen für die Unternehmen sogar breit beworben worden sind, findet sich auf den Seiten der Landesregierung seit über Monaten kein Hinweis auf die dringend notwendigen Hilfen der Eltern. Hier gibt es also, ich komme damit zum Schluss, Frau Präsidentin, hier gibt es also für einen zweiten Nachtrag, für den bestehenden Nachtragshaushalt Bedarf zum Nacharbeiten, für einen zweiten Nachtragshaushalt sowieso einen Grund zum Jubeln. Jedenfalls, wie es die CDU vorhat, ist diese Aktuelle Stunde eben nicht.